Ich weiß jetzt nicht ganz so, ob dieses, aber genau da schreibt eben Manni Baumig, es ist ein Glaubenssystem, über das ich schreibe, in dem gerichtetes Bewusstsein eine spontane Linderung bei lebensbedrohenden Erkrankungen bewirken kann. Ein persönlicher Quantensprung. Also das ist sehr spannend in dem Buch beschrieben. Herr Dr. Huber, wir können, über das haben wir schon viele, viele Stunden mit oder ohne Mikrofon gesprochen, aber ich möchte Sie jetzt auch abschließend fragen. Ich hatte ja den Herrn Professor Hengstschläger auch schon mehrmals in meiner Sendung zu Gast und da haben wir auch über das Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaft und Glauben gesprochen. Er ist ein gläubiger Katholik und sagt eben, wenn wer glaubt, dann braucht er keinen Beweis. Wenn ich sage, meine Frau liebt mich, wenn meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich, dann frage ich sie auch nicht, warum, sondern ich glaube das einfach. Wie sehen Sie das als ehemaliger Sekretär von Kardinal König? Haben Sie jemals gehadert, dass es eben keinen Gottesbeweis gibt oder gibt es das für Sie ohnehin irgendwie? Das wäre kontraproduktiv, wenn es einen Gottesbeweis gäbe, denn wir leben in einer Welt des Mesokosmos. Das heißt, wir leben für die Reproduktion, für die Erhaltung der Art und dürfen uns nicht anmaßen zu glauben, dass dieser Mesokosmos alles ist. Es gibt einen Mikrokosmos, den wir nicht verstehen, und es gibt einen Makrokosmos, den wir auch nicht verstehen. Und selbst die Lichtgeschwindigkeit verstehen wir letztendlich nicht, obwohl wir sie mathematisch beweisen können. Wir reden zwar von ihr wie von der Geschwindigkeit eines Zuges, dass sich allerdings bei der Lichtgeschwindigkeit alles verändert, das können wir mathematisch erfassen, aber nicht intellektuell begreifen. Sodass ich persönlich glaube, dass es jenseits unseres Mesokosmos viele andere Realitäten auch noch gibt, und dort ist zweifellos Platz auch für einen Weltenbaumeister. An ihn zu glauben, ist intellektuell keine Sünde. Gut, wir bitten um Fragen. Gibt es Fragen? So viele kluge Menschen hier am Podium. Gibt es Glaubensfragen, Gottesfragen, Fragen zu dem Spannungsfeld zwischen Ost und West? Ich würde mit dem Mikrofon kommen. Mich würde interessieren von Manni Baumig, der ja jetzt genau in der Welt lebt, die sozusagen das Gegenteil repräsentiert von dem, wo er aufgewachsen ist, wo Yoga gemacht wird, um einen schönen Körper zu haben. Wenn ich so anschaue, wie man in Los Angeles durch die Highways fährt, dann geht es eigentlich nur immer darum, dass man irgendwie besonders schlank und besonders durchtrainiert ist, ob man da eigentlich sich denkt, ja, das sind ein bisschen verlorene Seelen manchmal. Mr. Baumig, when you are looking at Yoga, being done in Los Angeles, when people just think about being beautiful and they don't do it for the mind but for the bodies. Did you ever think they are lost souls? On the contrary, I think they're wise enough to look for it. So it has indeed made a big splash, not only in Los Angeles, all over USA, also here in Europe. And I'm glad to see that because those kind of techniques have been perfected in India over the eons. And at the time they did not know why it works. We still don't know exactly why it works, but at least it does work. It's such an innocuous technique, and yet it makes a big difference. And in fact, as you know, yoga in India was preparatory to union with God. So, but in the West, people are more used to physical processes, so they took that part much more than the meditative contemplation. And so I'm glad to see that that's happening. And of course, I've touched on it in my book towards the end. And I've tried to give a little bit of a background why it may work. And in fact, I'm in the faculty of a yoga school, Bikram Yoga, who has about 4,000 branches all over the world. And I talk about the physics of yoga. Also er hat jetzt erzählt, wie er Yoga sieht und dass er überhaupt nicht denkt, dass das verlorene Seelen sind. Im Gegenteil, eben diese Menschen sind so klug, sich um ihren Körper zu kümmern. Und das ist ja auch ein sehr wichtiger Teil unserer Einheit von Körper, Geist und Seele. Aber natürlich wird in Indien Yoga ganz anders gemacht. Da geht es natürlich um die Einheit mehr mit dem Universum. Sie hatten eine Frage. Und zwar, ich hätte eine Frage. Ich praktiziere schon seit 30 Jahren in etwa Yoga, praktiziere dementsprechend lang schon etwa Meditation.
und habe einiges gelesen von der indischen Philosophie. Und dort gibt es halt eben diesen einen Ausspruch, das eine ohne das zweite. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, sehen wir auf unserer Ebene, auf unserer Meso-Ebene im Prinzip lauter Individuen. Also das heißt, eine Vielfalt, wo man sich dann fragt, naja, wo ist denn dann die zugrunde liegende Einheit? Und das heißt, im Endeffekt habe ich es persönlich so verstanden, jeder von uns repräsentiert sozusagen eine Variation, eine Variante von diesem einen, das existiert. Und das heißt, vergleichbar in etwas so wie der Tropfen, Regenwasser, der in den Ozean reinfällt, plötzlich nicht mehr als Tropfen genannt werden kann, sondern plötzlich zum Ozean wird. Und meine Frage bezieht sich jetzt an die Physik oder geht in Richtung Physik. Wo ist in der Physik, in der modernen Physik, Quantentheorie und so weiter, diese sogenannte Einheit, dieses eine ohne ein zweites zu sehen? Herr Professor Thiering, das wäre eine Frage für Sie. Ja, da kann ich schon etwas dazu sagen, nämlich das alte Weltbild mit das Mechanistische, wo die Welt nur bestand aus einzelnen Teilchen und dazwischen war ein Zwischenraum, also gar nichts, und das ist schon alles. Das war sozusagen ein Bild, das die frühere Physik eingebläut hat. Und heute wissen wir, dass die ganze Welt wird erfüllt von Quantenfeldern, die überall sind. Und überall ist sozusagen der Bauplan der Welt gespeichert. Das klingt schon an in dem Buch vom Dalai Lama über the whole universe in a single atom, wo er meint, dass ein einzelnes Atom, das enthält schon die ganze Welt. Wie man da durch Meditation darauf kommt, weiß ich nicht. Aber heute haben wir direkt den Beweis, nämlich wir sehen, dass man, wo immer wir in der Welt sind, können wir aus dem, was nichts erscheint, den ganzen Bauplan des Kosmos herausrufen sozusagen. Und das geschieht zurzeit im LHC, im CERN, wo mit Protonen mit ungeheurer Geschwindigkeit aufeinander geschossen werden, sodass sie viele Teilchen erzeugen können. Und tatsächlich erzeugen sie die ganzen Teilchen, die eigentlich den Kosmos ausmachen. Und wir sind ja Raumfahrer sozusagen, weil wir auf der Erde fahren ja jedes Jahr einmal um die Sonne und alle 10 Millionen Jahre um die Galaxie herum. Und wo wir immer hinkommen, wir finden denselben Hintergrund, aus dem alles besteht. Also wenn Sie wollen, das ganze Universum ist tapeziert mit dem Bauplan der Schöpfung. Deswegen habe ich ja bei dem Buch mit Professor Huber, habe ich auf der Hinterseite dieses Bild gebracht, wo man direkt sieht, wie aus dem Nichts alle Teilchen entstehen. Nietzsche dachte noch, Gott ist tot und wir irren durch das unendliche Nichts. Und das Nichts wäre also sozusagen der Zwischenraum zwischen den Teilchen gewesen, wo nichts ist. Aber wir wissen, es ist überall etwas. Nämlich es ist überall dieser Bauplan des Universums gespeichert. Dankeschön. Es wird auch sehr, sehr spannend im Buch von Mani Baumig beschrieben, diese You write about the time cover, God is dead, and then the whole history about it. Yes, das war ein Cover von der Zeitschrift The Times und dann Gott ist tot und dann die ganze Geschichte auch, die Philosophen, also die verschiedenen Schulen.